Ja, servus zusammen, gell? Was mit dem nicht? In Ordnung. Da geht ab, Bolle, wie Schmitzketzel. Verstehst? Und jetzt geht's ab. So, jetzt sind wir mal hier weiter. Und probieren wir, was abgeht, Alter. Guck, da hängt schon wieder der Kopf. Du kannst gerade kotten. Breche mir nicht. Ich klinge mal. Autsch, heiß. Kein Problem. Mist, der ist ja festgeschraubt. Ein sattelförmiger Kasten, der Klassiker. Der endlich heißt, sondern ich. Oh. Okay, jetzt habe ich einen Briefkasten. Wunderschön. Da muss nichts geschraubt werden. Mein treuer Schraubenschlüssel. Warum stand der eigentlich? Ach, egal. Ein sattelförmiger Kasten, der Klassiker. Da passt bestimmt. Ihr wisst schon, wohin. Das können wir schon quatschen. Hallo, Hanek. Hi. Na. Rufus. Ach, ich bin so schlecht mit Namen. Ist der Tunnel etwa wieder gesperrt? Ja. Ja. Sturm-Einsturz im Sektor 7. Schon wieder eine Schrottlawine? Dieser ganze Müll geht mir so auf den Senkel. Gut, dass ich bald hier weg bin. Ach, bist du das? Oh ja. Naja, zumindest nicht durch diesen Tunnel. Hast du Toni irgendwo gesehen? Toni? Groß, grantig, speit Feuer. Meine Ex-Freundin. Ach, Toni. Die ist doch bestimmt in ihrem Laden und muss arbeiten, wie jeder andere Mensch. Anwesende ausgeschlossen. Ich werde endlich hier wegkommen. Anwesend ausgeschlossen. Ich brich's mal, ne? Diesmal kann nichts schiefgehen. Aber sicher. Und ich nehme mal an, dass du hier rumläufst, hat auch nicht mit irgendwelchen Problemen zu tun. Hat es auch nicht. Ist doch gut. Naja. Der Plan an sich ist perfekt, aber jetzt kommt es. ich muss nur noch die Kapsel startfertig machen, die Harpune ausrichten, die Lunte zünden und los geht's. Aha. Und dann? Dann lenken die Raketen einen starken Elektromagneten direkt auf den vorbeifahrenden Organonkreuzer zu. Die Ja. Fluchtkapsel ist über eine lange Kette mit dem Magneten verbunden. Sobald der Magnet erst einmal am Kreuzer haftet, kann ich die Kette über eine pedalbetriebene Winde einziehen. Ich verstehe. Und dann? Dann bringt mich der Kreuzer auf direktem Wege nach Elysium. Na, ich kann mir nicht vorstellen, wie das schiefgehen könnte. Ich habe den Sitz ausgebaut. Aber wohin jetzt mit der Batterie? Und wo soll ich sitzen? Tja, du bräuchtest so eine Art Sitz mit Batteriefach. Ein Sitz mit Batteriefach? Sowas gibt es doch gar nicht. Und ob? Ich hatte mal einen und er war auch ganz bequem, bis ich den Schalter gefunden habe. Ja. Ich habe den Sitz ausgebaut, aber wohin jetzt mit der Batterie? Und wo soll ich sitzen? Also. Tja, du bräuchtest so eine Art Sitz mit Batteriefach. Ein Sitz mit Batteriefach, sowas gibt es doch gar nicht. Und ob? Und er war auch. Sorry, Herr Hirschung. Ich krieg das schon hin. Sicher. Ja. Um nochmal auf meinen Plan zurückzukommen. Ja, sicher. okay. Ich schreibe dir eine Karte aus Elysium. Mach das. Hey, dafür habe ich den Briefkasten nicht abgeschraubt. Da bin ich mir zu 90, 80% sicher. Minimum, wenn's langt. Nope. Das war so klar, Alter. Das Moped da oben. Auch.
Probieren mal, ob es geht. Ich glaub's nicht. Ha, passt. Ja. Ha, passt. So, der Fluchtapparat ist flott. Jetzt muss ich nur noch die Harpune kalibrieren. Ich muss nur noch die Kapselstart fertig machen, die Harpune ausrichten, die Lunte zünden und los geht's. Dann lenken die Raketen einen starken Elektromagneten direkt auf den vorbeifahrenden Organonkreuzer zu. Die Fluchtkapsel ist über eine lange Kette mit dem Magneten verbunden. Sobald der Magnet erst einmal am Kreuzer haftet, kann ich die Kette über eine pedalbetriebene Winde einziehen. Dann bringt mich der Kreuzer auf direktem Wege nach Elysium. Elysium. Ja klar, logisch. Kann gar nichts schief gehen. Nee, um Gottes Wille. Ich muss nur noch die dann Maul. Dann sorry. Diesmal kann gar nicht. Ja, jetzt? Der Aszendator, mein Meisterwerk. Ja. Ich habe es bestimmt. Passt doch. Hä? Ja, und wo sitze ich jetzt? Im Leben nicht. Da sind zwar tatsächlich ein paar Muttern lose, aber das passt schon. Okay. Ja gut, kenne ich. Ich meine, klar. Oh mein Gott. So, blöd, dass zwei Richtungen beim Steuerhebel blockiert sind. Aber wer braucht die schon? Hauptsache, das Fadenkreuz zeigt gleich auf die Bahnstrecke und ich bin weg. Ha, das wird ein Kinderspiel. Hä? Gott, ne. Okay. Ja. Auswählen kann man nichts. Ach so, das ist schon eh blockiert. Geht eh nicht. Ich hab's. Nur noch die Lunte zünden und. Hä? Bam. So,
Das sollte es gewesen sein. Halte dich bereit, Wenzel. Da! Hallo, Rufus. Toni, musst du hier so rumschleichen? Das ist immer noch mein Haus. Du erinnerst dich? Es ist nicht mehr ganz so offensichtlich, seit jemand den Briefkasten gestohlen hat. Aber das bringt mich auf etwas. Ich soll dir diesen Brief geben. Ein Brief? Rufus, es wird langsam Zeit. Ja, und wie? Sorry, Toni, aber der Zug ist abgefahren. Sobald die Lunte brennt, bin ich für immer aus deinem Leben verschwunden. Mhm. Schön wär's. Dies ist der finale Abschied. Muss es sein. Zum Jubeln ist es noch zu früh. Jetzt bereust du sicher einiges von dem, was du gesagt hast. Stimmt. Angefangen bei, du kannst ja trotzdem bei mir wohnen. Nichts von dem, was du sagst, kann mich jetzt noch aufhalten. Ein Glück. Dann kann ich zumindest nichts Falsches sagen. Es ist zu spät. Du kannst mich noch so sehr bitten. Ich werde dich nicht mitnehmen. Kann ich das schriftlich haben? Warum bist du hier? Hast du etwa immer noch Hoffnung, dass ein Wunder geschieht? Geht damit? Ein Wunder wäre es, wenn du tatsächlich endlich verschwendest. Aber wenn es wieder einmal nicht klappt, sehe ich wenigstens, wie du dich verletzt. Ich gehe fort. Für immer. Ich habe aufgehört, darauf zu hoffen. Sehe ich da eine Träne? Nein. Na, kommt bestimmt noch. Arrivederci. Seht zu? Ich brich zusammen. Lieber nicht mehr anfassen. Es ist alles justiert. Und jetzt? Der Aszendator. Mein. Ich habe bestimmt sein. Wie sieht sich so jetzt? Der Aszendator. Ich habe sehr bestimmt sein. Ja. Da muss nichts geschehen. Da muss nichts geschehen. Hä? Der treue Wenzel. Wie wird er wohl ohne mich? Ich sollte ihm eine Karte schnarren. Irgend sowas. Der treue Wenzel. Wie wird er? Ich sollte ihm eine Karte schnarren. Irgend. Hä? Okay. Oh, das wird gar nicht so einfach. Da bin ich mir ganz sicher. Sehe ich da eine Träne? Na, kommt bestimmt. Das wird ein Spektakel. Ha! Was mache ich da damit? Oh. Das wird ein Spektakel. Lieber nicht mehr anfassen. Es ist alles justiert. Ich muss nur noch die Kapselstart fertig machen, die Harpune ausrichten, dann lenken die Fluchtkarte. Sobald der Magnet, dann bringt. Okay. Diesmal kann gar nichts. Verstehen, Schlüssel muss. Das ist doch Toni, okay. Toni ist da. Sehe ich da eine. Na, kommt bestimmt noch. Sehe ich da eine Träne? Na, kommt bestimmt.
Ja, okay. Muss ich schon mal probieren. Denke ich. Was ist das? Das ist die Kiste, die mir mein Vater vermacht hat, bevor er mich im Stich... Ich will sie nicht öffnen. Ich will keine Weile... Ja. Okay, alles klar. Dann bis zum nächsten Mal. Weiter geht's. Ciao, ciao.